Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus-Simulator. Ich mache mal ein bisschen was Besonderes, jetzt am Anfang natürlich noch ganz gemütlich an Moderation, aber wir fahren heute in Omni quasi einen Feuerwehreinsatz. Es gibt nämlich eine Modifikation einmal für den Citaro oder für den MAN Stadtgelenkbus. Genau, die das Ganze quasi in ein Feuerwehrfahrzeug verwandeln. Und da ist das Besondere daran, dass das eben nicht nur ein Repaint ist, wie man es jetzt hier irgendwie sehen könnte. Es ist nicht nur eben außen mit Repaint, sondern wir haben Blaulicht oben vorne, funktionierende Martinshörner. Also Martinshorn ist eigentlich bloß, gut, das ist jetzt einfach, das ist jetzt egal, wir haben quasi Hörner, verschiedene, wir können die einstellen und entsprechend machen uns dann die Leute auch Platz, wie das eben auch bei den KI-Feuerwehrautos der Fall ist, also Platz machen die Weichen, die für ihren Vater aber fahren zum Beispiel bei Rot und so Kram, das ist hier genauso. So, wir steigen gerade mal ein, rüsten mal auf, das machen wir noch gemütlich, ich stelle mal ganz kurz vor, was das so alles kann, also Licht würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall, sonst das hier basiert jetzt auf dem Citaro von, also Citaro Version 5. Hier mal Einsatz geschildert. Was auf jeden Fall, genau, wir haben jetzt, was er hinzufügt, ist hier links dieses Bedienfeld. Man kann sich das auch über, also andere Tastenbelegungen, kann man das auch machen. Ich habe es mal gedacht, die brauche ich mir jetzt nicht extra belegen. Wir haben jetzt hier zum einen links das Blaulicht, was dann quasi angeht. Das hat, soweit ich weiß, keinen großen Effekt auf die KI. Was allerdings einen Effekt auf die KI hat, ist hier das Horn. So, und da haben wir jetzt verschiedene, hier steht S und L drauf, so. Heißt, wir haben hier ein Stadt- und ein Landhorn. Das kommt durch die verschiedenen Frequenzbereiche. Kann man das eine dann quasi in der Stadt besser hören, weil sich das so ein bisschen besser in die Breite und die verschiedenen Gassen überall rein verbreitet. Und das Landhorn ist besser, um quasi einfach lange Distanzen nach vorne, um da einfach quasi klar zu machen, dass man da ganz gerne Platz hätte. So, dann haben wir noch ein Presslufthorn, das kennt man von der Omni-KI auch so schon, das ist das ganz laute, was dann quasi zum Einsatz kommt, wenn keiner hört und die dann alle aus dem Weg sollen. Und das ganz wichtig ist, weil keiner Platz macht. So, genau, das sind so die drei verschiedenen, das sind die Einstellmöglichkeiten, die wir hier haben. Und, oh, da kam gerade ein Einsatz rein, wir müssen zum Flughafen fahren. Oh, da müssen wir gleich mal das Horn einschalten, warte mal. So, das würde jetzt das sein, was Sinn macht. Genau, achten jetzt heute manche Verkehrsregeln. Das heißt, wir. Boah, ist das laut, ey. Das ömmelt einem ganz schön zu. Ich mache das vielleicht mal einen kleinen Ticken leiser für die Folge. Ja, sonst ist das. Aber es ist schon sehr durchdringend. Das ist schon nervig genug. Ja. Mir geht es nämlich jetzt schon bis auf den Ömmel. Komm, wir machen das nochmal ein bisschen leiser. Ist auch alles nicht so schlimm. So. Du bist ja mein Penner. So, also wir müssen gucken, ob wir so ein bisschen überholen. Wie gesagt, durch das Horn sollte eigentlich auch gewährleistet sein, dass die Leute uns auch tatsächlich Platz machen. Da können wir gleich mal hier so ein bisschen demonstrieren. Hier ist jetzt quasi rot. Ich fahre zwar ein bisschen langsamer und wir sehen, die KI fährt tatsächlich über rot. Dasselbe Verhalten, was sie eben auch zeigt, wenn da ein KI-Einsatzfahrzeug kommt. So, was wir natürlich nicht machen, ist hier mir die Spuren frei machen. Das heißt, hier muss man da selber den Weg durchkämpfen. So, dann machen wir mal ganz kurz aus hier. Ich mache mir das nicht aus. Ich weiß, man soll dann mit dem Horn fahren und bla und Sicherheit und Gedöns, aber mich nervt das. Ich mache das dann beim Kreuzungsbereich immer mal an, hätte ich gesagt. Wenn es dann relevant wird, weil das kannst du halt echt nicht bringen. Die fahren ja aber auch so 80 oder so. Frage ist, dürfen die das? Ich vermute mal nicht. Naja. Genau, wir fahren jetzt quasi zum Flughafen. Am Flughafen haben wir jetzt gerade einen Einsatz bekommen. Ach, ich hätte jetzt noch so mega fancy so einen Krack-Funkspruch an. Krack-Krack. Oh, hier muss ich jetzt aber nur einmal über die Kreuzung. Das ist vielleicht ganz wichtig. Damit die vielleicht auch nicht quer fahren, was sie trotzdem machen, ne? Na gut. Was willst du machen? Jetzt können wir mal versuchen, dass wir so schnell wie möglich zum Flughafen kommen, wo unser Einsatz quasi stattfindet. Deswegen, wir brauchen also den Bus irgendwie zum Transport von Menschen. So. Ja, ihr müsst jetzt wirklich Platz machen. Depp. So. Blinken können wir ja trotzdem mal irgendwie testweise. Das ist mir jetzt ja egal. So, guten Tag, Kollege. Kollege Busfahrer. Okay, gut, jetzt können wir wieder. So.
Achso, so muss ich ausschalten. Oh, das ist aber auch echt... Also ich finde das extrem laut. Soll es ja auch sein. So, ich lasse es, glaube ich, einfach an. Sonst ist das... Jetzt muss ich da down rumdrücken. Ich glaube, ich mache da nur ab und an mal, wenn es dann quasi schlimm ist, mal den hier rein. Aber ansonsten bleiben wir mal bei dem. So. Da nach vorne einmal. Das sieht aber grün aus. Das ist immer schon, dass wir nicht aus der Kurve fliegen, aber trotzdem schnell fahren. Das ist mega ungewohnt im Omsi. So. Heieiei. Wie sieht das eigentlich in der Kurve aus? Krass. Ist das sogar ein Thumbnail-Kandidat? Das wäre cool. Guck mal. Einmal so um die... Josh merkt sich das bestimmt. Er vergisst das 100 pro. Och, Leute. Ja gut, die fahren rechts rüber. Das ist ja auch okay. Ich glaube, das ist weniger nervig. Auch wenn das, glaube ich, das niedriger frequente andere Horn ist. Aber... Pst. Ich müsste jetzt fürs das andere Horn anmachen. Naja, gut. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld auch mal angeschaut, eben was diese Hörner alle sind. Dass das eben quasi elektronische Hörner sind, die über Lautsprecher quasi passieren. Und das ist tatsächlich ein Horn, was über Druckluft funktioniert. Und das ist eigentlich das originale Martinshorn. Also es ist eigentlich das hier mit Druckluft, das andere sind im Prinzip, ja, nennt man eben nur umgangssprachlich so. So, ich fahre mich auf die Busspur, das ist ja Quatsch hier. Viel schneller fahren hier, viel zu langsam. Ich weiß nicht, ist auch ungewohnt irgendwie. Sonst muss ich die da alle mal von der Kreuzung scheuchen. Oder wir gehen mal kurz in den Gegenverkehr. Ja, machen wir mal so. So. Danke fürs Warten. Ja, ja, es ist halt ein bisschen, es ist schwierig. Weil sich die KI halt auch nicht so verhält, wie man gerne hätte, dass sie sich verhält. Ist das hier, wo ich lang wollte? Ja, ich wollte da lang. So. Fahren die eigentlich auch schneller oder nicht? Die fahren auch tatsächlich schneller. Ja gut, in den Kurven müssen sie bremsen halt ab. Aber ich glaube, die fahren jetzt auch dadurch schneller als 50. Wobei, na, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ich hier vielleicht nicht überholen. Immer ein bisschen abwägen, auch wo man dann jetzt überholt und wo nicht. Ich glaube, das ist dann auch ganz, ja. Wirk ist, glaube ich, so die erste, die ich ziemlich mitbekommen habe, die erste richtig funktionierende Feuerwehrmodifikation. Ich glaube, es gab immer schon mal so einen Feuerwehrbus oder sowas für Omsi. Boah, ist das laut. Gab es, glaube ich, immer schon mal. Aber ich glaube, so funktioniert, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt, finde ich, in einem relativ großen Umfang. Wir haben da eben oben Blaulicht und den ganzen Kram und können jetzt einmal hier uns durch die, einmal den Weg... durch die Stadt bahnen. Jetzt können wir mal gucken, wie schnell wir dann quasi am Flughafen sind. So, Achtung. Ja, da passt alles. Ja, die machen alle Platz. Ich glaube, hier wird es ein bisschen voller, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt wechseln wieder die Spur. Klassisches Omsi-KI-Verhalten. Aber wir dürfen unseren Fokus nicht verlieren, unseren Einsatz. Ach, Leute. Ja gut, hier ist einfach viel los. Was willst du machen? Ne? Das ist schwierig. Also das ist nicht den Fahrstil, den ich dann auch später an den Tag legen werde. Das ist jetzt exklusiv für diese... Ja, ich kann das nicht überholen. Das funktioniert nicht. Dann brauchen wir jetzt auch mal ganz kurz hier... Ja, die hören einfach nicht. Muss man mal ein bisschen zu härteren Mitteln greifen da. Das kann ja nicht sein. Leute! Ich glaube, genau so fühlen sich die auch, die diese Rettungswagen fahren. Also... Ich glaube, dass das da genauso sein wird, dass die einfach, ja, Probleme haben, dass die Leute einfach nicht hören. So, ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nicht fahren, die Linksabbieger. Ja, da kann ich nämlich schön vorbeiömmeln. Wunderbar. Könnten immer wieder auf unsere Spur rüber. Ja. Irgendwann dann mal. Ich würde sagen, hier gehen wir mal kurz wieder auf unsere Spur. Könntest du einen Ticken schneller fahren vielleicht. Dankeschön. So. Einfach auch gar nicht am Flughafen. Haben wir halt echt schnell geschafft, wenn man überlegt, wie viel Fahrzeit die 828 sonst hat, die ja ungefähr den Linienweg hier fährt. Ihr biegt alle nicht ab. Ihr biegt alle. Dankeschön. Ja, machen die tatsächlich ganz gut. Also, natürlich im Rahmen des Möglichen. Guck mal, hier haben wir eine Busspur. Die tut sich, glaube ich... Nee, da steht ein Bus.
Nee, du wartest. Ja. Nee! Da kann doch nicht einfach links abbiegen. Ja, ich bin hochprofessioneller Einsatzwagenfahrer, der immer die Ruhe behält. Ich muss da jetzt irgendwie durch, ne? Komm ich da durch? Komm ich da... Leute, könnt ihr ein bisschen schneller fahren vielleicht? Ein bisschen euren Arsch hochkriegen. Hab gedacht, da passt jetzt durch. Schade. So, es ist auch der Citaro mit dem stärkeren Motor. Ich habe das extra mal geschaut, dass ich das in den Reihen modde, der einen stärkeren Motor hat, weil ich glaube, alles andere wäre... Ja, mal kläglich gescheitert. So, Flughafen hier noch geradeaus. Genau, hier ist nur der Frachtbereich. So. Jo, das geht mir aber auch nicht schnell genug hier. Gut, er hat einen Begrenzer drin. Ich glaube, das ist für so eine Art von Fahrzeug nicht ganz so sinnvoll. Aber, ja, der Unfall, sorry, er muss halt da... Die Polizei war gerade hier um den Weg, von daher... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Sinn macht, dass... Also, das macht so wahrscheinlich keinen Sinn, diese Fahrt, weil eigentlich fährt man dann wahrscheinlich mit Personal schon an Bord, quasi mit der großen Mannschaftsstärke wohin. Aber, ja, was willst du machen? So. Einmal bitte fahren, bitte fahren. Nee, da kommt ja nicht vorbei. Ach nee. Ist da frei? Ist da frei? Da ist frei. Ja, da muss man mal ganz kurz um die, das war schlechte Ladezeit. Punkt mal kurz über den Bordstein. Hey, lass mich mal vorbei, ihr Trottel. Liebe Leute, ihr seid ein Einsatz. Ihr müsst mich vorbeilassen, auch wenn ihr schneller seid als ich. So. Jetzt aber hier. Ah, der Bahnübergang. Jetzt, ich hab voll, dass das Omsi... Du musst da über solche Bereiche vorsichtig fahren, Ding. Komm ich da durch? Komm ich da durch? Da komme ich nicht durch, da komme ich nicht... Da komme ich durch, da komme ich bei dem ersten durch, bei den anderen nicht. Fahr bitte. Oh, Leute. Ja, fahr. Ach, Leute, ey. So. Guck mal, es ist auch, also der Einsatz ist auch am Flughafen und nicht irgendwie an diesem Cargo-Teil, sondern wir müssen tatsächlich direkt durch. Boah, ist das ätzend. Komm, hier ist gerade keiner da. Und auf einmal war das angenehmer. Ja, wenn da wirklich keiner ist. Ich weiß, man soll mir trotzdem, glaube ich, mit Horn fahren. Jetzt irgendwie verschiedene. Ja, hätte ich mir alles erklären lassen müssen. So, die da vorne sollte man vielleicht vorwarnen, dass wir kommen, wobei die eh relativ schnell sind. Naja, so. Damit die schon mal drauf einstellen können, weil die ersten 10 Sekunden sind wahrscheinlich mit Panic Move oder sowas. Uah, was soll ich machen? Und damit einfach schon mal wissen, was hier Sache ist. So, ich weiß allerdings auch nicht, wie ich direkt zum Flughafen komme. Das ist also zu dem Bereich, wo ich denke, dass es sinnvoll ist, hinzufahren. Nee. Nee, da komme ich absolut nicht vorbei. Da ist zu viel Gegenverkehr. Na gut, dann müssen wir hier ein bisschen schieben. Weh, er bremst jetzt. Dann rollt aber was hier. Und das ist eindeutig euer Auto ein paar Meter weiter nach vorne. Was habe ich über Bremsen gesagt? So, wer nicht hören will, also wer nicht hören will, muss hören. So, da kommen wir ein bisschen dran vorbei, ne? Problem ist, es ist ja nicht arg viel schneller. Das heißt, es bringt halt so mittelmäßig viel. Ich weiß auch nicht, ob das dem Fahrstil eines Einsatzwagens entspricht, aber so stelle ich mir das zumindest vor. So, da vorne sollte ich mich vielleicht frühzeitig mal in die Spur da, ne? Eingliedern. Du fährst bitte einen Ticken schneller, dankeschön. Noch einen Ticken schneller, schneller ist das andere Pedal. So. Ich glaube, jetzt gerade im Kreisverkehrbereich, gleich wird das ganz wichtig. Ich weiß, wo ich hin muss, ne? Du wartest. Depp. Ja, also sorry, wenn ich da mit Blaulicht ankomme und der nicht, dann also irgendwo... Muss auch mal gucken, ne? So, Flughafen Laurenzbach. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Warte mal. Ist auch ein schönes Thumbnail. Wo ist mein Einsatz? Wahrscheinlich am Hauptterminal. Am Terminal. Ja, am Terminal hätte ich gesagt. Das heißt, wir müssen hier schnell nach links ziehen.
nachdem wir den Bus geschrottet haben. So. Einmal hier zum Platz und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ja, war jetzt nicht die Premium-Folge des Todes, aber willst du machen. So, ich darf da durchfahren. Ich darf überall durchfahren. Ich muss da nämlich hin. So. So, ich muss da durch, muss da durch. Ja, braucht mich gar nicht anhupen. Ich weiß, dass ich dich gerannt habe. So, und hier ist jetzt irgendwo mein Einsatz. Ganz einfach. Ja, boah, ist das laut. Okay. So, das war's. War ganz schön stressig. Ja, okay. Was ist das denn für ein... Die Frage ist, darf er das auf YouTube? Okay. Ist egal. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Das war jetzt hier eine kleine Spezialfolge. Ja, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes, aber ich wollte einfach mal die Mod vorstellen. Und mal gut fürs Zuschauen. Bis irgendwann mal. Tschüss.